K02. Hubert, Katrin, seid ihr da? Ja, rennen. Ja, da sind sie. Da schnauft er. Aber immer voller Einsatz. Das finde ich echt faszinierend. Fast schon hopp sind zu uns aufs Parkett. Hubert Neuper und Katrin Menzinger. Ich gebe ihnen allerdings keine einzige Sekunde Zeit, um zu verschnaufen. Ab aufs Parkett, euch zwei. K02 tanzt jetzt nämlich auch einen Salsa. Hubert Neuper und Katrin Menzinger. Tequila, un, dos, tres, beat. Wahnsinn. So. Ihr seid's mir nicht wurscht. Also generell alle Paare heute Abend. Also ich glaube, die Herausforderung, die meistern heute alle Paare hervorragend. Genauso übrigens wie unser Orchester, weil genauso wenig wie die Paare wusste ja unser Orchester, wann denn welcher Salsa gespielt wird. Und das geht natürlich nur mit dem besten Orchester der Welt. Zusammengestellt von Thomas Rawitsch, dirigiert von Herbert Pichler. Das Dancing Stars Live Orchester. Die lösen sich übrigens nach Dancing Stars natürlich nicht in Luft auf, sondern die spielen live am 20. Mai in Wien im Borgi und Best. Falls Sie vorbeischauen wollen, wird sicher ein Mordspaß. Du, ist deine Kondition, die du dir wieder angeeignet hast im Laufe der letzten Wochen, dir jetzt entgegenkommen bei dieser Challenge? Ja, natürlich. Es war schon arg, gell? Es ist zwar nur 1,5 Minuten. Aber 5 mal 1,5 Minuten sind auch 7 Minuten. Wir haben ja 4 Mal unten durchgedanzt mit Musik. Wollte ich gerade sagen. Nein, es ist schon ein Traum irgendwie, gell? Die körperliche Fitness, das muss man sagen. Ich kann sagen, man sollte ein bisschen Sport machen. Das ist ein Traum, ja. Ja, wenn wenigstens das kein Problem mehr darstellt, sondern nur die Choreografie, dann ist es ja fein. Vorhin in der Zuspielung hat er gemeint, der Automatismus, das braucht immer ein bisschen, bis der einsetzt, bis du dann Sachen machst und immer nachdenkst. Also die Zeit war ja jetzt gar nicht mehr. Wie ist es dir denn damit gegangen? Na, es ist ja so, gell? Wenn ich mal die Schritte kann und die, das muss natürlich die Jury bewerten und die Bewegungen ein bisschen sozusagen instinktiv machen dürfen, dann ist es schon eine Herausforderung. Und um die Wahrheit zu sagen, wir haben ja die Salsa-Schritte, die möglichen Salsa-Schritte vorher natürlich ein bisschen gelernt. Ja. Das Schwierige war jetzt, dass zu dem Lied, wo wir getanzt haben, das war ganz anders, nicht? Ja. Und die Schlussnummer war ganz anders. So ist es halt. Und das war jetzt echt arg. Also es hat mich schon gestresst, geistig. Ja, ich mag's, du bist immer noch ganz fertig. Aber die Jury scheint nicht gestresst zu sein. Also die waren unterhalten, oder Thomas?
Ja, unterhalten, aber auch gestresst, weil wir mitfühlen, wenn das jemand sich dermaßen einsetzt und da diese ganzen eben, diese Körperbewegungen, diese Hüftdrehungen und Jimmys und alles da derart hinlegt. Das war schon beeindruckend. Da wurde man mitgerissen und mit beansprucht. Es war wirklich ordentlich berührend. Dankeschön, Thomas. Ich schaue mir auch gerade nochmal die super Zeitlupe an. Nicht schlecht, Dupo. Ich habe die Körperhaltung extra eingebaut. Die Körperhaltung extra eingebaut. Ja, Katrin ist Profi. Ballasch. Ja, ich finde es so toll und ich beneide euch, weil ich habe zwar einiges mitgemacht bei Dancing Stars, aber diese Schicksal war mir nicht gegönnt, so eine Art Challenge erlebt zu haben. Und ich finde es eben deswegen toll, weil Dancing Stars ist immer eine lange Zeit. Da schreiben die Zeitungen viel, da redet der Jury viel sowieso. Und man kriegt Punkte, dann redet Mama, Papa, alle reden mit. Und man ist immer mit Kopf überall dabei oder will dabei sein und bleibt immer so wenig Zeit aufs Wesentliche, aufs Tanzen. Und jetzt habt ihr nicht die Zeit gehabt, all diese Dinge zu überlegen. Ihr habt nur die CD gehabt, nur die Musik, nur die Schritte. Hops, eine, tanzen, voll Lebensfreude, Gaudi, Schimmel, Bewegung. Hä, das braucht man. Ja, genau, richtig. Dankeschön. Das braucht man. Und Klaus braucht euch jetzt gleich. Okay. Danke. Kupo und Katrin brauchen, um dabei zu bleiben, natürlich auch viele Anrufe und SMS, um ins Finale aufzusteigen. Hier die Telefonnummer 09010 59 09 02. Jetzt brauchst du nicht mehr so machen, jetzt ist die Alte schon gut. Hey, und der glitzert, weil er wie die Milchstraße. So, jetzt ganz schnell, damit wir weiterkommen. Ja, Showdance, was wird's geben? Was, ja, was kann man ja uns gesagt, rein? Ich bin der. Achso. Was hab ich gesagt? Darf ich schon antworten? Ja. Der Ding für Arme. Der was? Der Ding? Der Piers Brosnan. Für Arme. Genau. Nein, das habe ich schon geredet. In der Zwischenzeit bist du der Piers Brosnan für Arme und ja, Arme. Und was hat der gespielt? Das ist. Ich darf ja nichts sagen. Natürlich darfst du das sagen, du musst das sagen, weil wann sollst du das denn sagen? Ja, aber was soll ich sagen, wenn ich nicht sagen darf? Also. Sag den Namen. Die Lizenz zum. James Bond. Jetzt hast du es gesagt. Ja, freilich, weil es ein James Bond gell? Der Regisseur hat auch gesagt, ich sag das ja nicht. Nein, ja, genau, James Bond ist. Also, wir haben ein richtig geiles Mittel. Aber 00, richtig mit Explosion. 007 und so. 007. Wobei, du hast so viel Kilo angenommen, das geht sich nicht aus. Das ist ja 003,5 geht sich aus. Für mich ist da nicht mehr da. Also es wird eine James-Bond-Geschichte. Ja, aber richtige. Eine richtige? Ja, ich glaube. Es wird auf der einen Seite sehr actionreich, auf der anderen Seite auch sehr leidenschaftlich. Also ich freue mich echt. Das ist eine super Mischung und ich hoffe, wir kommen dazu. Ich würde es ihm so sehr gönnen. Ja, das kannst du jetzt gleich. Ja, gleich dein Aufruf. Ach so, jetzt, an die Zuschauer. Jetzt kommt der Aufruf. Warum? Und sollen die Zuschauer den Hupo ins Finale schicken? Liebe Leute, bitte, bitte, bitte ruft an für den Hupo. Ja, er gibt jede Sendung alles und nicht nur jede Sendung, auch jedes Training. Wir trainieren 4-5 Stunden am Tag hier. Dann trainiert er alleine zu Hause noch 2-3 Stunden weiter, bis er die Schritte kann. Weil ich ja wirklich meistens sehr aufwendige Choreografien mache an dieser Stelle. Es tut mir sehr leid. Aber du gibst immer alles und ich finde das so toll, weil du hast Schmerzen, hast Verletzungen und sagst es nicht einmal und gibst jedes Mal alles. Außerdem, alle anderen Teilnehmer sind ja 20, 30 Jahre jünger als du und trotzdem kannst du wirklich meiner Meinung nach mithalten. Und das finde ich so toll. Bitte Leute, ruft an für Hupo. 02! Bravo, du bist die Beste. Super. Nein, das war schon. Das war schon ein positiver Aufruf. Ich meine, er ist 20, 30 Jahre älter und heute hat er ihn versucht, schwer zu verletzen. Aber er hat nichts gesagt. Also jetzt, ob dieses James-Bond-Spektakel wirklich aufgeführt werden wird, liegt ja zum Teil an der Jury. Da schauen wir jetzt die Punkte an, ja, die ist da dafür. Ja, die Jury kommt auch Punkte. Thomas. 8. Ja. Nicole. 9. Ballasch. 7. Und Hannes. 8. Ja. Das geht insgesamt, Meier Freizig. Ja, 31 immer mit dem. 32 Punkte. Wir haben euch alles gegeben. Mehr ist nicht drin. Aber für nächste Woche, da ist noch was drin. Ich verspreche es euch. Über 30. Ist schon vorbei, mein Aufruf. Das ist großartig. Jetzt setzt euch hin, entspannt euch, lasst die Füße runterhängen oder was immer ihr runterhängen lassen wollt.